Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, in diesem Video ist aus drei Gründen etwas anders, aus zwei Gründen etwas anders. Erstens, das ist nicht der Spielstand, auf dem ich angefangen habe. Den hatte ich weitergemacht. Und den wollte ich einfach nur so weitermachen. Und da habe ich auch nicht alles auf 100% gemacht, also wollte ich dann das auch nochmal auf 100% machen. Zweiter Grund ist, mein gesamtes Bildmaterial, wo ich das hier gemacht habe, ist weg. Ich zeige mal kurz, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe das gemacht, das und war dabei, den hier zu machen. Das hier war eine Sache, die mir noch fehlte. Die Stadt Havanna hier habe ich bis auf die Missionen, die hier sind, also hier. Assassinenaufträge etc. pp. Alles durch. Das heißt, ich kann jetzt in aller Ruhe hier durchgehen mit der Mission. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt am besten auch mal mit an. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Holla, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Te cansaste de cuidar de vos? Sí. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Mal sehen, reicht's schon für das. Nee, für die Offiziersrapier brauche ich noch ein bisschen. Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. So, jetzt geht's einmal hier hoch. Und na klar will er da nicht hochspringen. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Warum will er hier hoch, aber nicht an das eine hoch? Probiere ich jetzt nochmal da hochzukommen. Jetzt geht er hier hoch. Muss der etwa erst das triggern, oder was? Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Ich weiß, damit wollen die einem die Klettermechanik auf Gebäuden nahe bringen, aber wäre es so falsch gewesen, nach dem Weg zu fragen? Jetzt mal nur als so reine Sache. Ich meine, es laufen Dutzende Leute rum und ich glaube, dass entweder Steed oder irgendwer anders von denen müsste doch eigentlich auch Spanisch sprechen. Ich meine gerade Steed, ich weil glaube, der ja. Die Schenke. Weil der ja mit nicht den Spaniern mehr weit. Handelt. Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Okay, ich mach den Arsch ran. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Der läuft zweimal im Kreis, aber man kann nicht auf ihn warten, denn sobald er weg ist,
Sobald er zu... Das war einmal den Taschendieb gerammt. Du hast den falschen beraubt, Mann. Der hat übrigens eine Chance, der hat übrigens eine Chance, eine Schatzkarte beizuhaben. Die hat er in meinem ersten Dingen gehabt, aber nicht in dem, das ich jetzt hier spiele. Also in dem ersten, das ich eigentlich fürs Let's Play vorgesehen habe. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. Dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oh. Oi, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vollhautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Habe ich überhaupt das Blut eingeschaltet? Ja, tut mir leid, dass ich hierbei jetzt nicht viel sage. Ich habe heute überhaupt keine Zeit so wirklich, und auch wirklich überhaupt keine Lust aufzunehmen. Aber ich will ja mal Upload-Stream aufrechthalten. Beziehungsweise jetzt wieder ins Lot bringen. Ich habe ja letzte Woche Dienstag vergessen, die Super Einhorn-Video hochzuladen. Beziehungsweise das heißt, ich vergessen, mir fehlte das Videomaterial. Ich muss auch mal gucken, was da mit dem Videomaterial los ist. Ich habe Vögel mit dickeren Armen gesehen. So, und sobald wir jetzt kontern können, so kann ich jetzt den Ausnock-Move machen. So, und jetzt kann ich Kombos machen. Jeder, der schon mal Mad Max gespielt hat, wird bestimmt den Boot-Modus kennen. Und so in etwa ist das in diesem Spiel, wenn man einen Konter geblockt hat und pariert hat. Dann ist man in einer Art Wutmodus, die so lange, wie man nicht getroffen wird, schlägt man, kann man Leute diese Kombos halt eben zusetzen. Das war das, jetzt muss ich nur noch auf die Dächer. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt Standardgezeugs aus dem ersten Kapitel hier von jetzt. Werden sie anonym? Was, in der heutigen Zeit anonym werden? Wie soll das denn gehen? Und das war für euch zwar etwas langsam, weil ich darin jetzt überhaupt nicht mehr geübt bin, das Spiel zu spielen. Die erste Mission, die erste richtige Mission von Assassin's Creed Black Flag. Und da knüpfen wir gleich nochmal dran. Wo ist mein Zucker?
Das ist die langwierigste, dämlichste Mission des gesamten Spiels. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, oh, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Der und eure Depesche. Also, ich wollte gerade sagen, Mist. Der hat auf seinem Zucker gesessen, hat aber wo nicht. Sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es doch, mein Spanisch ist muy mal dat. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Lustig ist ja. Die sprechen alle Spanisch. Aber sobald man sie abhören soll, sprechen sie Deutsch. Oder was auch immer für eine Sprache man eingestellt hat. Bonnet. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Obsecro auxilium medico, sed et fornicatione ove sareo et convenio expo. Jetzt brauche ich die. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Gott, dass ich immer darauf klicke. Das wäre Captain Mendoza? Ja, señor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Sehr amüsant. Wenn die Glocke klingt, können wir los. Wenn es euch beliebt. Ist übrigens nicht der schnellste Weg, das hier so zu machen, weil die sich mit dem eigenen Tempo bewegen. Aber es ist der Weg, mit dem man die Mission am besten auf 100% kriegt. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza würde euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Die rennen so ein kleines Stück im Kreis immer, das finde ich immer verblüffend. Wir hätten jetzt einfach gerade ausrennen können. Ehrlich, jetzt weiß ich, warum ich Assassin's Creed Black Flag nicht mehr gespielt habe. Die Steuerung hat mich echt kirre gemacht. Gott, tut die weh, die Steuerung. Da vorne sind ein paar von denen, die kann ich gut gebrauchen. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Er hat doch selber gesagt, er gibt Hinrichtung. Man nur hängen. Und
dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real, denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Sieh, sieh, wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Sieh, Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott! Ist dieser Riesäuer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. Ich hasse ja diese richtig langen Missionen. Ach ja. So, nach dieser Mission mache ich jetzt auch gleich Pause. Dann habe ich nämlich eine halbe Stunde wieder voll, dann kann ich schön uploaden und dann bin ich fertig mit der Scheiße. Nein, jetzt habe ich ein Schimpfwort auf YouTube gesagt. Oh nein. Gott, da kriege ich jetzt bestimmt wieder Ärger. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich hatte mich mal eins gefragt, und zwar gibt es die Möglichkeit, in diesem Spiel hier eine 0% eine 0% Tödlichkeitsrate zu haben. Weil ich meine ja nur, es gibt ja die ein oder andere Mission, wo man nicht entdeckt werden darf. Aber ich glaube, es müsste so sein, dass man nicht zwingend in diesem Spiel hier töten muss. Oder liege ich da gerade falsch? Würde mich mal interessieren. Gott, jetzt kriege ich Mission Impossible Flashbacks. Gott, das war knapp. Das hätte gerade richtig schön in die Hose gehen können für den 100% Run. Ich hätte da unten durch die Castillo gehen können. Oh scheiße. Also durch die, nicht durch die Castillo, durch die Türme hätte ich durchgehen können. Jetzt muss ich hier warten. Und weil ich da vorne ja nicht weiterkomme, weil da die zwei Flitzpiepen stehen, muss ich ja hier rum. Ich frage mich, wie lange diese Befestigung gedauert hat zu bauen. Und dann wird wieder die Flitzpiepe. Mann, den hätte ich umbringen sollen, als ich die Möglichkeit hatte.
Wehe, wenn du jetzt nicht abhaust, du Arsch. Wir sind drin. Oh, guck mal, hier sind Musketen. Hier hochkommen tut man aber nicht wirklich. Also, jedenfalls sehe ich hierfür keinen Nutzen. Oder? Ja, der wird einen wieder sehen. Ja, weil da sind zwei Flitzpiepen wieder. Bitte hau ab, du Arsch. Bitte hau einfach ab. Okay. Plan B. Wir gehen durchs Kostüm. Fuck, hier kommt man nicht. Miep. Miep, ich häng fest. Oh gut, da unten geht's noch dran lang. Ja, ich glaube, ich mache mal einen Cut rein, bis ich wieder oben angekommen bin. Oder wenigstens, bis ich jetzt doch fertig bin mit der Mission. Okay, fick dich ins Knie. Okay, so viel zu der 100% Marke. Und hier sind wir und ganz bestimmt zu 100% geschafft. Also der schlimmste Teil, die schlimmsten Teile dieses Spiels für dieses Playthrough werden jedenfalls für mich sein, sobald wir die Jackdaw haben. Kurz nachdem wir die bekommen haben, besser gesagt. Denn ich habe ja den Plan, jede Stadt, jede Insel, jedes Suchgebiet, heißt auch die man mit dem Schiff durchsuchen muss, einmal komplett zu 100% durchzusuchen. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer.
Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Barnett. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Und das dürfte es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Dankeschön fürs Zusehen. Und dieses Video war ja jetzt wirklich nur dämlich, aber ich hatte halt überhaupt keine Motivation, heute irgendwas zu machen. Weshalb ihr einfach hiermit jetzt leben müsst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal werde ich mir mehr Mühe geben. Und mein nächstes Video ist natürlich wieder eine super Einhorn-Review. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.